Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Tolle Sicherheitsvorkehrung. Alle Leute darin einsperren und umbringen lassen. Super, super gemacht. Wer hat das Ding entworfen, sag mal? Das könnte nur wieder religiöse Fanatiker gewesen sein. Ich weiß nicht mal. So. Guck mal, hier ist sogar noch was. Danke, lieber Herr Ritter. Bist du ein Plasma, irgendwie? Kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich hier langlaufen soll. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell. Natürlich muss ich das. Was auch sonst? So. Schwerkraft. Deaktiviert. Mach auch. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich weiß noch nicht so genau, wo der Marker ist. Ich sehe ihn gar nicht. Ich spring mal einfach hier runter, dann vielleicht sehen wir da ja was. Juhu! Was ist das für ein Ding? Schienensteuerung. Ich drück mal rauf, mal gucken, was passiert. Okay. Schön, dass sie überall diese brennbaren Dinge rumstehen. Ich weiß nicht, was gleich passiert. Ah, hier ist der Marke. Ah ja. Ich habe auch schon auf euch gewartet. Moment. Klein verschwenden, die kommen bestimmt wieder ein paar große an. Ein paar große nicht in Ordnung. So, schien aber recht. Die kleinen Bastarde. Hier ist der Marker. Ich habe noch was Interessantes entdeckt. So.
bestimmt besser dran, oder? Cool aus, das Ding. Aber es ist lebensgefährlich. Es schadet meiner Gesundheit. Ich mag meine Gesundheit. bin ich hier richtig eigentlich? Nein, bin ich nicht. Verdammt. Komm zurück. Zu mir. Doch, muss ja richtig sein. Ich glaube, ich muss die Schwerkraft wieder aktivieren. Kann das sein? Ich bin nicht ganz sicher. Ich kann den Marker nämlich nicht mehr ziehen. Das scheint mir richtig zu sein. Das ist ja auch Quatsch. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein Schwerkraft aktivieren. Ui, ich fliege! Ui! So. Ende der Schwerelosigkeit. Ach, da hat er ihn jetzt, oder? Ich glaube, ich habe ihn doch falsch. Ich glaube, er ist doch falsch. Kann das sein? Warte mal. Nö. Ich konnte ihn auch gar nicht mehr ziehen. Kann ja gar nicht falsch sein, eigentlich. Brennt mein Schiff hier eigentlich noch? Nee. Ist vielleicht doch ein anderer Hangar. Halt. Wo ist ein Eingang hier? Jetzt kommen wir da jetzt nicht rein. Ich glaube, er ist doch falsch. Ich würde sagen, der Marker ist gerade falsch platziert, weil da unten ist ja sogar blaues Licht, um ihn einzuladen. Ich laufe jetzt mal hin, mach nochmal die Schwerkraft aus. Ach, ey. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich kann definitiv nicht mehr bewegen. Hä, verstehe ich jetzt nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, Alter, das habe ich gerade die ganze Zeit versucht. Es ging nicht. Ja, wo seid ihr? Ich höre doch wieder rumkrauchen hier.
Ja, ja. Ich bin im Arsch. Notfall am Schlag. Au. Alles okay. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. So, muss ich mal ganz kurz hier gucken, ob hier noch irgendwo was Wertvolles liegt. Das kostet mir gerade total an, als ich den Marker da hingeschoben habe. Er hat sich nicht mehr bewegt, ey. Deshalb hätte man auch denken können, dass er dahin gehört. Aber nein. Ah. Ui! Ich fliege! So. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Ich glaube, dass das hier irgendwie nicht gut ausgeht. Ja, ich sehe dich. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Was war das denn gerade? Hat einer geschossen? Was war das? Ein Scharfschütze? Oder war das... Wer? Wo gehst du hin? Ich hab... Oh, wer klaut meinen Shuttle? Hinterher! Wir können es einholen. Sie war die ganze Zeit die Verräterin. Sorry, Isaac. Aber damit sie war die Verräterin die ganze Zeit. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Halle, du Dreckschlampe. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich! Worum bitte. Geht's denn überhaupt? Ich liebe dich! Worum geht's denn? Da war also die andere, die Emilia, die war also die hinterhältige, verräterische Bitch. Verstehe. Und wenn man den Marker nachgebaut hat, was ist denn aus dem Echten geworden? Mit dem Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hat. Was ist denn damit passiert? Und vor allen Dingen, dass sie es nachbauen mussten. Was ist denn damit passiert? Darauf will ich eine Antwort haben. Ist da lang? Ja. Ist hier noch was? Irgendwas? Ja.
So, das mehr war hier nicht, ne? No. Lass mir in Ruhe. Au. Oh Mann, du schießt ihn im Arm ab da. Ich wollte gerade sagen, frisst Blei, aber das passt ja hier gar nicht. Frisst Plasma-Energie. Und wie der Kopf noch wackelt. Miau, 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 miau. Okay, genug gespielt. Isaac? Bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wieder zu sehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Was hast du denn getan? Ich hatte nichts mehr zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Wenn ich das von hier... Standby? Wenn ich das von hier fernsteuern kann, dann kann ich sie abstürzen lassen. Ich würde vorne gehen... Okay, ich spreche. Der nimmt mich. Shuttle zurückrufen? Was? Lass auf den Planeten stürzen. Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Wieso lassen wir das Shuttle nicht auf den Planeten stürzen? Das hätte ich gut gefunden. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann es. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Das meine ich, dieses Hin- und Hergerenne. Ich kann da nicht speichern. Ich weiß so. Muss ich hier nicht raus? Ja, dann pass mal die Tür auf, Mädel. Ha! So. Wieso haben wir das Shuttle nicht auf dem Planeten abstürzen lassen? Ich hätte es gemacht. Danach hätte ich diesen verdammten Planeten in die Luft gejagt. Ist die Laderampe unten? Ja. Ja, alles klar. Wo kommt die jetzt her?
Scheiße, erstmal Energie schon wieder alles, ey. Unglaublich. Was sagt eine Flammenwerfer eigentlich? Was hab ich da? Da hab ich 75, na geil. So, können wir diesen scheiß Ding jetzt auf Planeten schießen? Oh, Zauberei. Du hast... Du tust das Richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Okay, ich glaube, wir haben es durchgespielt. Kapitel 11. Alternative Lösung abgeschlossen. Was ist denn nur aus der anderen geworden? Aus der Emilia. Sie hat die Rettungskapsel genommen, ja. Und die Rettungskapsel, die kann auch höchstens auf dem Planeten landen. Und dann? Hä? Bin ich jetzt auf dem Planeten? Oh nein. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Oh nein. Ich bin auf diesem verdammten Planeten gelandet. Oh nein. Ich will hier nicht sein. Warum habt ihr diesen scheißigen App? Oh nein, oh nein, oh nein. Einfach auf dem Planeten abhätten. Oh, ich meinte. Oh, ich verhasste mich schon die ganze Zeit. Ist schon sehr spät. Ich glaube schon 1 Uhr morgens. Warum habt ihr nicht einfach diesen scheiß Shuttle hier abstürzen lassen? Und den Planeten in die Luft gejagt. Von mir aus. Keine Plasma-Energie, da ist gar nichts drin gewesen. Habe ich noch nie erlebt, dass da nichts drin ist. Okay, wo ist denn das jetzt hier? Ne? War da offline? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Boah, was ist das denn hier? Zeig, ich soll hier hin. Interessant. Können Sie mir vielleicht auch mal ein bisschen helfen? Ist das so viel verlangt? Das Ding hat keinen Strom, kannst du das nicht sagen? Ich hätte jetzt hier eine Batterie her, ey. Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Ja, aber die Viecher musste so schnell sein, ey. Du kannst jetzt mal die Stars aufladen, das hätte ich nämlich gerade echt gut gebrauchen können. Davon habe ich auch noch so viele. Das hätte ich ja schon mal viel eher machen können. So, wie kommst du mit? Was ist hier noch?
muss gleich mal Schluss machen hier, ey. Bin so müde. Jetzt muss ich aber erst speichern. Audiolog. Hier spricht Sergeant Newman von der PSEC. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat dabei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier. Ich wollte hier auch nicht landen. So, da ist ein Shop. Ja, glaube ich, muss ich erstmal nicht rein. Das war der letzte Schuss. Was ist noch die alte, die ist abgehauen einfach oder was? Die denkt, Isaac macht das hier schon alles alleine oder was? Ach da, jetzt sehe ich ihn auch. Ich ja mal, vielleicht soll ich dann lieber nicht rübergehen. Ich wollte gerade noch sagen. Wollte gerade sagen, vielleicht soll ich dann nicht rübergehen. So. Ja. Ich kann noch ein kleines nehmen. Gut. So geht es wieder. So wohl raus, das Ding da. Das Spiel ist doch gleich durchgespielt. Halt durch, Fritzi, halt durch. Da ist er. Scheint sehr schwer zu sein. Ich glaube, jetzt kommt ja nicht wieder irgend so ein komisches Vieh an. Und dass ich kämpfen muss. Mein Endgegner kommt hier garantiert noch. Wie ein Titan-Tag. Bietet sich ja hier geradezu an, als für einen Endgegner große Fläche zum Kämpfen. Ja, ein Verein, der Ding da. Boah, muss ich da auch nochmal? Ernsthaft? Das gibt's wohl gar nicht. Hier ist doch nichts mehr automatisiert heutzutage. Da kann ich speichern, glaube ich. Ich laufe da mal rein. Nun kann ich doch nicht, aber ich kann. Schließ mich. So. Wunder, dass ich die Tür nicht hochkurbeln muss. Ah ja. Digitalisiert. Unbekannte Bioform im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Ich sehe.
Leute. Nein, natürlich nicht. Oh, Gott sei Dank, ey. Schön, dass das da ist. Was ist denn hier offenbar? Oh Mann. Ernsthaft? Warum muss das hier eigentlich gerade alles so kompliziert sein? Das ist wieder so, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist so unnötig in die Länge gezogen hier gerade alles. Boah, schon wieder oder was? Mir geht nämlich echt die Munition aus, ey. Was hast du für eine Brücke, die eine Sekunde hochgeht und gleich wieder runtergeht? Ah, das ist so ein affiges Hin und Her, echt. Wie ich sagte, einfach nur sinnloses Rumrennen hier gerade, echt. Das Spiel ist eigentlich so geil. Wirklich ziemlich geil. Aber das hier gerade... Ich würde so gerne mal speichern.
Ja. Du bist fast da. Du musst die Energiezufuhr zur Brücke wiederherstellen, um den Marker zu bewegen. Sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um. Alter, ich hab keine Munition mehr für den ganzen Quatsch hier. Boah, leck mich am Arsch, ey. Ich habe keine Munition mehr dafür. Wie so eine rumzuspielen, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, doch. Ja, doch. Oh, alles leer. Ja, hier ist alles leer. Was willst du machen? Was ist denn das für ein beschissener Laser, ey? Ah, leck mir den Arsch, ey. Ich hab echt keinen Bock auf den Quatsch, ey. Ah, ja, leck mich am Arsch, Mann.